Hallo Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge. Ja, wir stehen hier auf unserer B-Mod. Wir sind im Teladi-Sektor. Und ich dachte mir, wir fliegen jetzt mal die Xenon-Sektoren an. Einfach mal aus der Laune raus. Bin mir nur nicht ganz sicher, in welchen. Vielleicht hier. Aber ich denke, wir werden hier einfach mal helfen. Da fliegen sowieso etliche Xenon rein. Yasuo haben wir dabei. Haben einige Schiffe dabei. Schiffe sind eigentlich auch nur für die Not. Dennoch werden wir mal noch der Klingel das Schiff hier tunen, dass das einfach ein bisschen schneller ist. Ja, schon diverse Teile dafür eingesammelt für die Modifikationen. Ich denke, wir werden im Xenon-Sektor noch einige mehr finden. Und da pieksen wir jetzt einfach mal rein. Denke, wir übernehmen das jetzt hier selber. Sind wir ein bisschen schneller da. Freue mich ja schon auf die neue Behemoth und auf den neuen Phönix. So, Plasmatürme haben wir ja dabei. Die sind auch, glaube ich, richtig eingestellt. Passt. Man kann die mit Tuning echt schnell bekommen. Sie bekommen auch auf locker 200 Grundgeschwindigkeit und 10 km im Reisemodus. Die wird die zwar selten erreichen, weil sie eben langsam beschleunigt, aber das ist dann auch egal. Hauptsache schneller in der Grundgeschwindigkeit, denn aktuell ist sie langsamer wie in Xenon K und das ist echt ein Problem, dann von in Xenon K wegzukommen. Da kann man sich ruckzuck in Probleme bringen und deswegen ja, müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ein paar Xenon haben wir ja in der Vergangenheit schon zerstört in den anderen Let's Plays, also von daher sollte das schon funktionieren. Habe schmerzhaft gelernt in der Vergangenheit, von daher ja, eine Klapperschlange wäre mit Sicherheit einfacher zu fliegen, die einfach schnell ist, aber ich bin leider kein Freund der Splitschiffe. So, wir driften jetzt hier einmal nach links zum Tor. Wenn ich es dann finden würde, dann können wir nämlich, lange unterbrochen hätte, auch direkt wieder in den Reisemodus reinkommen. Ja, die Xenon-Bergbauschiffe sind hier auch verstärkt mittlerweile. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Denn die kommen eigentlich erst dann rein, wenn auch dann die Zerstörer anfangen, hier reinzufliegen. Das ist aber ganz unabhängig davon. Aber so Erfahrung. Wobei unser Piratenansturm, den wir bis jetzt hatten, der sagt ja schon einiges aus. Ich habe aber auch schon in den ersten Spielstunden mal einen Xenon-I gehabt, der hier schon Stationen zerlegt hat. Also das geht auch. Da muss man nicht reagieren und kann. Die Fraktionen bauen das auch alles wieder auf. Dauert zwar ein bisschen, aber die reagieren da.
Umso mehr fortgeschritten der Spielstand ist, umso schneller werden die Fraktionen auch sich etablieren. Und eben hier in zwei Riesen. Da geht schon relativ viel später. Die fangen nur relativ spät an. Das ist eine Logik, die ich noch nicht ganz verstanden habe, warum. Ob das daran liegt, dass der Xenon einfach, der Sektor einfach risikobehaftet ist oder, ja, keine Ahnung. Und dass wir an dem Kondor hier vorbeikommen. So, wir ziehen das Schiff hier mal nach links rüber. Nach dem Motto, rettet die Tiladi. Findet die Xenon. Naja, ganz viel Spaß machen wir das nicht. Diese ganzen Waren, die können wir einsammeln. Können wir gut gebrauchen. Ja, wir sind leider noch nicht nah genug dran. Aber man sieht halt erstmal, wie langsam das Schiff ist, wenn man hier von der Yasuo rüber wechselt. Die Waren hier zumindest mal Container einsammeln können. Container. Alternativ hätten wir ja auch noch Schiffe, die es einsammeln können. Also das wäre jetzt auch nicht das Problem. Werden wir auch machen. Da holen wir einfach eine Tacoba. Soll ja einmal alles einsammeln. Wir fliegen gemütlich durch das Tor hier durch. Schauen, was uns da erwartet. Erreiche System Matrix Nummer 4, 5. Da geht 1. einiges. Tacoba fliegt jetzt erst los. Wir haben das Tor im Nacken, das heißt, wir können relativ gut flüchten. Ich hoffe, die Tacoba schafft es jetzt hier wieder zurück. Okay. Einige Xenons sind da, wir werden auch schon angegriffen. Zumindest unsere Geschütze reagieren schon. Vor uns hier ein kaputter Phönix. Geschütze bringen es leider einfach nicht hier auf dem Schiff. Vielleicht sollten wir auch mal diverse Geschütze ausprobieren. Ansonsten können wir ganz gut mit der Hauptbatterie hier drauf schießen. Denn die P hier, die trifft man eigentlich ganz gut. Und wir können hier im Grunde beruhigt stehen bleiben. Uns passiert eigentlich nichts. Uns passiert nur dann was. Wenn unsere Antriebe kaputt sind und die Xenon eben viel zu viele sind, dann könnte das echt ein Problem werden. Denn auch die Masse an Jägern kann uns zerstören irgendwann. Ob wir den hier treffen. Leider nur bedingt. Wir haben aber gute Bilder mit drauf. Können wir zum Grunde auch an den Kapitän übergeben. Gucken wir uns mal die Schilde an.
denn hier? Ah, das sind Gefreiter. Jetzt krieg ich durch. So, Schilde sind bei 99%. Die regenerieren sich zwar, aber kommt jetzt auf die Masse an. Wir hätten ein echtes Problem, wenn unsere Triebwerke kaputt gehen. Denn dann kämen wir nicht mehr vom Fleck und das könnte echt für uns ausgehen. Okay, das war scheinbar unsere Tacoba gewesen. Ist fröhlich zurückgekommen. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Okay. Wir geben der Behemoth den Befehl. Geben der den Befehl. Anders. Was haben wir denn zur Auswahl überhaupt? Position beschützen. Hier das Gebiet im Rahmen von 2 Kilometer. Das einfach mal ein bisschen anschauen. Schauen wir gerade, ob die hier. Ja, ist nicht innerhalb des Tores. Aber unser Schild geht runter und die schießen auch auf die Triebwerke. Okay, das hier lassen wir besser. Wir werden hier wieder rausfliegen. Oder auch nicht, unsere Triebwerke sind hin. Jetzt kann man nur noch beten, das zum Thema Xenon-Sektor. Die Masse macht's. Wir können aber mal die Waren einsammeln, die hier vielleicht irgendwo in der Nähe sind. Geschütze sind so ziemlich alle kaputt. Mit ein bisschen Glück kommen wir hier raus. Ich habe jetzt zum Glück gespeichert, also das war jetzt hier wirklich fast schon zu erwarten. Aber die werden uns jetzt hier zerlegen. Da sind wir ja weit gekommen. Ich fürchte, unsere Triebwerke werden nicht rechtzeitig fertig sein. Unsere Hülle geht runter. Das war leider nix. Aber ein schöner Versuch. Ja, da können wir auch schon wieder laden. Ich denke, wir probieren das Ganze mal mit anderen Geschützen aus. Bin mir allerdings nicht sicher, mit welchen. Aber ihr seht, gegen so eine Masse an Xenon hat so ein Zerstörer auch wenig Chancen. Es war mir aber klar, das hat es ja schon prophezeit, aber dass jetzt wirklich in dem Szenario so viele kommen, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Und deswegen sollte man da immer ein bisschen aufpassen, denn man rechnet mit sowas eigentlich nie. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die B-Mod mit was Cleverem ausstatten können. Wir haben jetzt hier
Die Plasma, die bleiben auch drauf, aber die ganzen Pulsteile hier sind eigentlich gar nicht so schlecht. Oder wir probieren es eben mit Flak aus. Oder Schrot. Das wäre auch mal eine Idee. Was hat denn Schrot für eine Reichweite eigentlich? Gehen wir aber auf die bonischen Spitze. Wir haben nämlich eine höhere Rotationsgeschwindigkeit. Wir sind bei... Was haben wir hier für eine Waffenleistung? Im Vergleich zum Puls sind die um Welten stärker. Haben aber nur die geringe Reichweite und das ist auch nicht unbedingt von Vorteil. Bolzengeschütze. Bolzengeschütze können auch gut sein. Ballengeschütze können wir vergessen. Flak. Ja, bei Flak können wir im Grunde auch auf die Schrotgeschütze gehen. Sollen wir mal Schrot ausprobieren? Ich meine, das hat mit der Eclipse eigentlich ganz gut funktioniert gehabt. Ich glaube, wir werden uns da mal durchtesten. Das ist auch so ein Erfahrungswert, den ich jetzt hier noch nicht gemacht hatte. Und zwar, wenn wir wirklich Rot umsteigen, sind auch günstiger wie die Flak. Flak sind eigentlich am teuersten. Wir werden erstmal die Flak ausprobieren und dann die Schrot. Das Schiff wird bald abdocken. Kann ich helfen? Und bei den Xenon hätten auch unsere Ares hier überhaupt gar nichts genutzt. Wären relativ schnell down gegangen. Das wäre unnötig gewesen. Wir fliegen mal mit dem Zerstörer mit. Wir prüfen noch einmal die Finanzen durch. Der Stationsbau hier geht scheinbar voran. Zumindest mal kaufen die hier teilweise auch Sachen ein. Ihr seht, wir brauchen gar nichts mehr wirklich zu machen. Diese Stationen versorgen sich praktisch selbst. Die Hüllenteile gibt uns immer mal noch so einen Schub mit dabei. Ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht noch eine Station bauen. Eine Hüllenteilefabrik, so wie wir sie schon haben. Nur in einen anderen Sektor rein. Die Hüllenteile werden ja grundsätzlich überall gebraucht. Vielleicht mal eine Station hier bei die Teladi. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. In der Zwischenzeit wechseln wir auf die Yasur. Yasur Mark 1. Und wir werden schon mal diese Forschungszweige beginnen. Einmal für Antriebsmodifikation. Man hat ein paar Herausforderungen angekündigt, um neue Renntalente zu finden und Investitionen in den Sport zu sichern. Sie können dort, ihr könnt ja mal unter Beweis stellen. Der Preis? Komponenten für Teams, die sie in ihre Rennschiffe einbauen können. Natürlich auch die Sensoren, die wir brauchen. Ich leite sie zu einem der Rennorte. Gut, das Rennen sollte mit der Yasur 0, gar kein Problem sein. Erreiche System, stiller Zeuge. Würde aber auch mit der Perseus gehen, die wir ganz am Anfang geflogen hatten.
Autopilot ausgeschaltet. Ja, wir fliegen jetzt hier selber. Erreiche System 18 Milliarden. 16 Kilometer die Sekunde. Erreiche System. Profitabler Handel. Superhighway. Profitabler Handel. Ja, da müssen wir auch durch. War leider schräg an. Hat aber geklappt. Erreiche profitabler Handel 1. Leerer Raum. Ja, das ist noch das nervige Pio-Schiff. Wir wären Autopilot eigentlich da. Eingeschaltet. Autopilot ausgeschaltet. Ich markiere die Endposition für Sie. Sie müssen einfach das Ziel in der vorgegebenen Zeit erreichen. Was ist? Halten Sie sich bereit. Im Los. Nächsten Sektor. Wir haben 2 Minuten Zeit. Es hört sich lange an, aber ist mit einem langsamen Schiff gar nicht mal so einfach zu erreichen. Weil das hier jetzt echt einfach ist, glaube ich. Autopilot eingeschaltet. Erreiche System. Nopeleus Glück. Da habe ich schon weitere Strecken gesehen. Aber unterschätzt das nicht. Guck mal, wir haben jetzt hier fast schon 1 Minute weg. System. Profitabler Handel. Oh, Moment mal. Ausgeschaltet. Jetzt ist uns wieder durchs Tor. Wir müssen an dem Schiff da hinten andocken. Ja, seht ihr, die handeln hier an unseren Schiffswerften. Erlaubnis erteilt. Gefahr. Und wir docken einmal an. Erfolgreich angedockt. Fehler aus der Yasur rausnehmen, sofern welche drin sind. Nee, okay, das passt. Ich grüße Sie. Okay, die Belohnung. Hervorragend. Bitte sehr. Hier. Da. Yasur, Marseus, Verteidiger. Was denn die für ein Design? Die hat ein cooles Design. Ein Sammlerschiff. Können wir nämlich ja auch kaufen. Ich grüße Sie. Danke. Vielleicht könnten wir ein kleines Geschäft machen. 1,5 Millionen. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Machen wir. Und das ist... die hier. So. Ja. Das weisen wir dem Hauptwort hier einfach zu. Ach, der hat noch gar keinen Pilot hier. Ja, meine Güte, wenn es denn sein muss. Verstanden. Werden den zum Glück nie wieder sehen. Ist wirklich nur...
Sammlerschiff. Jetzt werden wir auf Verteidigen setzen. Er wird da zwar nicht wirklich was machen, aber... Ich grüße Sie. Ja. Den hier hätte ich gerne über gekauft, aber den bekommen wir leider nicht. Yasua. Wir sollen jetzt diese Dinger hier abliefern. Da können wir uns einfach hin teleportieren auf unser Hauptquartier. Bringen das Ganze zu Boso. Hier unser. Auf der richtigen Station? Nee. Erreiche so, jetzt sind wir richtig. Profitabler Handel. Bringen wir das Ganze einfach ja zu Hause und dann ist das auch schon erledigt. Hallo auch. Nun, jetzt sollten wir mit unseren Forschungen loslegen können. Ich freue mich schon auf das Ergebnis. Die Forschung läuft und dann können wir nach und nach die anderen Forschungen erledigen. Die Behemoth ist unterwegs. Das ist aber gut, hier durchgekommen ist, sehe ich gerade. Leider ist wieder eine Tacoba hops gegangen. Ne Quatsch, wir hatten ja neu geladen. Stimmt, das war ja nur unser Versuch. Dass es nur ein Versuch war, denn das ist ja das Schiff mit der Crew, die es zwar unbedingt halten wollen. Das heißt, der wird jetzt hier erstmal andocken. Zwischenzeit könnten wir weitermachen. Aber wenn wir dorthin fliegen. Bin ich denn hier überhaupt? Wir wollen auf die Yasur. Würde ich gerne. Ah, wo haben wir es denn? Hier nochmal fliegen. Nopileus Glück. Erreiche System, frommer Nebel. Das ist ein kleines Stück, sind wir aber trotzdem schnell da. Erreiche System. Anspruch des Pontifex. Schiffswerften werden weiter gebaut. Ihr seht, da ist aber noch einiges zu bauen. Vision. Da haben wir ungefähr 10%, würde ich sagen. Hier wird auch fleißig gebaut, da ist auch mehr fertig. Da sind wir schon bei den Smart Ship Produktionen. Erreiche System. Hier fangen wir gerade an. Ja, das sieht auch schön aus. Der Witz ist, umso weiter die gebaut haben, umso größer wird dann nachher der Umsatz sein. Gucken wir mal gerade, Erz, Lithium, alle Waren sind da. Erreiche System. Weiter Kontakt. Gucken wir mal gerade hier noch mal rein.
Also hier die Verkaufsmenge, die hatten, die Einkaufsmenge, die hatten wir schon runtergezogen. Das ist auch gut so. Erreiche System, die Leere. Mikrochips werden schon einen Haufen produziert. Hüllenteile werden jede Menge produziert. Das, obwohl wir gar nicht. Ja, wir haben hier unheimlich viel Bestand. Wir haben ja auch 4. Und da bräuchten wir, glaube ich, noch mehr Transporter für den Abverkauf. Hier sollten wir die Kaufmenge rausnehmen, ganz wichtig. Machen das jetzt überall rein. Denn sonst handelt der ja hier. Macht überhaupt keinen Sinn. Hier schon mal mit den anderen Waren. Erreiche System. Wir produzieren ja auch schon Elektronikkomponenten. Ist halt dumm, dass man das Verkaufsangebot nicht gänzlich einfach lassen kann. Aber so kann man zumindest Ganze Erreiche System. Zoll. Indirekt ausschalten. Haben wir auf allen Stationen. Da haben wir vorgebeugt, dass irgendein NPC uns dieses Zeug verkaufen wird. Mars. Und wenn wir das hier schon so einstellen, die Regler, haben wir auch einen kleinen Vorteil. Und wenn wir später sagen, wir haben zu wenig in der Produktion, dann können wir das auch einfach umregulieren. Und dann werden die ganzen Waren eingekauft, wenn wir wirklich mal viele Schiffe bauen wollen. Und ja, wir auch. Ja, immerhin werden die Sachen auch verkauft. Das heißt, wir schmeißen jetzt auch so ein bisschen den Markt zu mit den ganzen Waren. Das sind nämlich alles Waren, die auch die Fraktionen gerne kaufen, denn damit werden Schiffe gebaut, Schiffe werden zerstört. Deswegen ist es auch ganz gut, dass die Xenon da sind, denn wenn keine Schiffe zerstört werden, werden auch weniger nachgebaut. Also von der Logik her, ob das jetzt im Spiel wirklich so implementiert ist, weiß ich gar nicht 100%, aber es würde zumindest mal Sinn machen. Und hier das mit den Drohnen, das läuft auch nur bedingt. Wir lassen da mal das Geld auf der 4 drauf. Ich stelle jetzt hier noch die Kaufmengen ein. Beziehungsweise deaktiviere das Ganze. Man kann das auch prinzipiell alles dem Manager überlassen. Funktioniert in der Regel auch. Aber so ist besser. So ist es auf jeden Fall safe. Dass man es auch selber machen kann. Wenn man mal guckt, die ganzen Produktionsketten, diese Übersichten, gab es ja überhaupt gar nicht. Muss man sagen, man ist in X4 da echt schon flexibel geworden in den Einstellungsmöglichkeiten, auch wenn es ganz viel anders besser sein könnte, ist mir klar. Gehen wir zum Geheimdienstbüro. Wir informieren jetzt mal Tante hier über die Hiyaki.
Also, wie ist der Stand der Untersuchung? Ja, der Stand ist, dass ich zum Entschluss gekommen bin. Ausgezeichnet. Dann sagen Sie mir, sind diese Yaki eine organisierte Bedrohung für das Protektorat? Nein, das sagen wir nämlich. Genau. Lassen das auf Nein. Ich verstehe. Diese Schlussfolgerung entspricht unseren Beobachtungen. Diese Piraten verhalten sich viel zu unberechenbar. In diesem Fall werden wir versuchen, das Interventionskorps zu beeinflussen, seine Kriegsvorbereitungen abzuschwächen und stattdessen eine Anti-Piraten-Spezialeinheit einzurichten. Wieder einmal hervorragende Arbeit, Agent. Sie haben dem Sonnensystem einen großen Dienst erwiesen. Ich bedauere nur, dass wir nicht herausgefunden haben, was mit Kadett Cinnamon geschehen ist. Nun, hoffen wir, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben. Diese Verstärkerstation ist ohne Unterstützung des Protektorats sicherlich nicht einfach auszuschalten. Ah, ich dachte eigentlich, wir bekommen jetzt schon die Belohnung. So, das hier können wir nämlich immer noch machen. Meine Forschungen sind zum Abschluss gekommen. Dann bekommen wir das wohl erst später. Ich dachte eigentlich, wir bekämen die Sünden jetzt schon. Aber das wird dann wohl erst durch die Mission hier erledigt sein. Naja, schade. Aber auch nicht weiter schlimm. Gucken wir mal, die Behemoth sollte mittlerweile angekommen sein. Die ist auch schon umgerüstet. Ich bin immer noch überlegen, ob wir zuerst die Schrot probieren sollen. Da kenne ich ja eigentlich. Wir werden mal... ausprobieren. Werden sie eh alle ausprobieren. Von daher ist es eigentlich wurscht. Ich möchte die B-Mod aber jetzt ungern durchschicken, denn ich habe irgendwie Angst, dass die wird. Ich denke, wir fliegen das Schiff selber. Sind wir da auf der sicheren Seite? Das Schiff wird bald abdocken. Kann ich helfen? Hier prüfen wir nochmal unsere Pflanzen. Hammer Geld, überall ist Geld. Auf der 4 lassen wir das Geld noch drauf. Und die werden jetzt ja auch mittlerweile verkauft hier, ne? Also die kaufen fürs Baulog auch ein. Wie viele Transporter haben wir denn überhaupt darauf? 7 Stück. Gucken mal, wie tätig die sind. Naja, teils, ne? Also nicht alle. Dann würde ich da jetzt auch erstmal keine draufsetzen. Die sind hier fröhlich am Abverkaufen. Hier wird einmal Graphen verkauft, also da kommt einiges an Geld rein. Wir sammeln auch immer so ein paar Millionen noch nebenbei. Ich glaube, das denn hier mit den Helios noch? Naja, bedingt. Kommen scheinbar hier nicht mehr alle gekauft. Aber im Grunde ja auch Blödsinn jetzt, ne? Die können wir doch eigentlich aus den eigenen Produktionen jetzt entnehmen. Das werden wir auch machen. Das heißt, wir schmeißen jetzt hier mal die Befehle komplett raus. Wir transferieren mit der Schiffswerft die Hüllenteile. Erreichen
Dann werden wir auch nur noch eine Helios brauchen, denke ich. Weil die fliegt dann hier einfach nur im Kreis und versorgt die Station mit Hüllenteiler. Im Endeffekt haben wir dann Baugeschichte doch ganz gut gedeckelt. Ja, Hüllenteile ist immer das, was fehlt. Erreiche System, Argon Prime. Da kommt ab und zu mal ein Frachter rein. Energiezellen sind schon voll da. Und wir sparen auch noch eine Menge Geld, wenn die Hüllenteile da sind. Denn die Hüllenteile kosten, also wir brauchen hier jetzt noch 350.000. Das ist hier so der übliche Wert von den Hüllenteilen. Ja, 146 im Mindest, also sagen wir 150. Warte, hier mal einen Taschenrechner holen. So, 150 mal 350.000 sind schon 52 Millionen Credits, die wir sparen, wenn wir das selber versorgen. Problem ist nur, wir können es, glaube ich, nicht entscheiden. Mal gucken, ob wir... Eine andere Sache, Agent. Die Intervention lässt mich wissen, dass das vor unserem Hauptquartier ankernde Schiff eigentlich kein Einschüchterungsversuch ist, sondern einfach nur ein stillgelegter Schrotthaufen. Es könnte einige Feinarbeiten brauchen, um wieder voll funktionsfähig zu sein. Aber ich bin sicher, dass Sie davon Gebrauch machen können. Ich übermittle Ihnen den Standort des Schiffes. Betrachten Sie es als Belohnung für Ihre Bemühungen. Das ist sehr gut. Und das Schiff müssen wir jetzt erstmal nochmal vor Ort abholen. Ja, das hätte uns auch früher sagen können. Das ist ein schönes Schiff. Ja, wir müssen es tatsächlich erst übernehmen gehen. Das heißt, wir hätten uns den ganzen Flug sparen können. Fliegen wir einfach nochmal zurück. Das Schiff wird bald abdocken. Und das mit der Behemoth machen wir dann eben anders. Könnten die Behemoth hier durch die ganzen südlichen Sektoren treiben? Nee, das machen wir nicht. Das macht keinen Spaß. Wir gehen erstmal das neue Schiff abholen. Die Leute, die es wissen, wissen, dass dieses Schiff ein sehr gutes Schiff ist. Auch ein Schiff, das man nicht käuflich erwerben kann, sondern nur einmal durch den Plot hier. Und zum Zweiten kann man es selber produzieren. Jetzt gucken wir mal, was auf der Schiffswerft hier in der Bauplanung. Ich habe noch eine Idee. Es gibt ja hier irgendwo den Preismodifikator. Wir kaufen eigentlich ja nur diese drei Waren ein. Energiezellen haben sich erledigt. Nanotronic ist das einzige Hüllenteile. System. Weiter Kontakt. Hüllenteile und Nanotronic. Wenn wir den Preismodifikator global ausschalten und bei den Hüllenteilen auf 146 stellen, dann könnten wir sogar eine Handelsregel reinpacken. Wir könnten vermeiden, dass fremde Schiffe das beliefern. Ich vermute aber mal, wenn wir das auf den Preis hier stellen, reicht das schon aus, um zu vermeiden, dass fremde Fraktionen bei uns Hüllenteile verkaufen. Denn die werden überall teurer verkauft. Und deswegen stellen wir das jetzt überall so ein. Thank you.
Isophone. Genau, wenn wir den aktivieren, geht das so. So, jetzt hätten wir alle vier Schiffswerften entsprechend so eingerichtet. So, jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Dieses Schiff hier transportiert jetzt die Hüllenteile hier zurück. Und wenn die das abgeliefert hat, die andere ist sogar schon fertig, werden wir jetzt den hier nehmen, den Zweier. Den Bausupporter. Erreiche System. Soll. Jetzt wird es ein bisschen interessant. Damit wir eben wirklich in keine Lieferschwierigkeiten überhaupt reinkommen, machen wir jetzt Folgendes. Erstmal ein Wiederholungsbefehl. Dann soll die an der ersten Station mal, ich habe hier ein falsches Schiff. Kann das sein? Ne, war doch richtig. So, der soll kaufen von Schiffswerft 1 Hüllenteile. Der Preis ist egal. Ich bin mir nur mit der Menge nicht ganz sicher. Wenn wir jetzt... Erwarte Befehle. Damit ich nicht eine ewig lange Kette bauen muss, wenn wir das einfach machen. Machen das mal mit 800. Wir machen 1000. Ich hoffe, das klappt. An der zweiten Schiffswerft ans Baulager übergeben. An der zweiten Schiffswerft Hüllenteile. Wiederum 1000 einkaufen. An der dritten Schiffswerft, wir machen das jetzt hier wirklich chronologisch. Baulager, Hüllenteile, abliefern, kleinsten Preis. An der Station 3, Hüllenteile, einkaufen, 1000 Stück. Und an der vierten Baulager ans Baulager übergeben. Mindestpreis. Und dann wiederum kaufen von Schiffswerft 4 Hüllenteile. 1000 Stück. An das Baulager von der 1 übergeben. Fertig. Gucken wir uns das mal an. So, so sieht das Ganze aus. Kontrollieren wir einmal. Hüllenteile, 1000 an der 1. Verkaufen an Baulager der 2. Ein bisschen blöde, dass man hier nicht sieht, welche Station das ist. Das ist die 2, doch hier sieht man es. Also Baulager der 2. Dann an der 2 wiederum kaufen. Verkaufen. Baulager der 3. Kaufen. Hüllenteile an 3. Verkaufen an 4. 4 kauft. Einmal Hüllenteile wiederum ein. Und gehen dann ans Baulager der 1. Und das dann Preis komplett
Und so. Und jetzt gucken wir nur. Jetzt muss eine Sache nämlich passen. Habe ich Angst, dass das hier nicht funktioniert. Und zwar die Verkaufsdinger hier. Da kann man auch keinen Preis. Doch, da unten ist es doch. Ah, okay. So, dann haben wir verkaufen. 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 Verkaufen, das steht alles auf kleinstem Preis, das ist richtig so. Kaufen. 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 Überall zum Maximalpreis. Und wenn wir es jetzt hier ganz gepflegt haben wollen, stellen wir das hier überall 1000 ein. Haben wir es doch wirklich schön gemacht. Hoppla. Genommen. Natürlich nicht. Ist das nicht eine schöne Kette hier? Und der wird auch eine Zeit lang brauchen. Also es kann sein, dass wir das mit den Hüllenteilen hochziehen müssen, weil der muss hier erstmal das Baulager anfliegen und dann fliegt er die Station an. Also der ist da schon eine Zeit lang unterwegs. Ich wollte es aber jetzt so machen, dass wir wirklich die Hüllenteile immer weitergeben, damit wir nicht alles von einer nehmen und das verteilen oder dann die zweite und dann nochmal verteilen. Hätten wir eigentlich auch machen können. Aber so sollte die Produktion der Hüllenteile hinterherkommen und ansonsten stellen wir das wirklich auf 2000. Das können wir dann einfach im Befehl direkt abändern. Und wenn das immer noch nicht reichen sollte, was ich nicht glaube, können wir immer noch die zweite Helios ansetzen. So, wir sind angekommen. Ich möchte nämlich jetzt wirklich, dass der Bau hier durchgehend läuft bei den Stationen. Das hemmt uns sonst unheimlich in der Zeit. Die werden noch unheimlich lange bauen. Das ist nämlich das Problem. Und bis dahin hätte ich gerne, dass wir da hinterher sind. So, hier ist die Sünde. Die dürfen wir übernehmen. Ein terranischer Zerstörer. Ein sehr starker Zerstörer, denn der kann insgesamt 8 L-Geschütze packen. Fassen. Und kann entsprechend 8 Plasma draufpacken. Das ist sehr, 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 sehr stark. Stopp diese Drohne! Dafür steigen wir jetzt einmal aus. Wir gucken, dass die Yasuo hier bleibt. Yasuo. Ja, die wollte gerade schon wieder den alten Befehl ausführen. Ah, da sehe ich es ja schon. Ja, wir haben diesen Zerstörer jetzt geschenkt bekommen. Gehört einfach zum Plot. So. Aber die Stärke hat auch einen entscheidenden Nachteil. Der Nachteil ist eben, das Schiff ist ad A sehr langsam. Ich glaube, die kommt noch nicht mal über 100. Wir werden jetzt erstmal hier einen Kapitän hier draufsetzen. Kann ich helfen? Ah, der gefällt mir. Dass wir die hier dabei haben. In Ordnung. Jetzt hat unsere Syn einen Piloten. Und das Schiff, das schicken wir jetzt erstmal Schiffswerft. War bei... ach, wir haben die Schiffswerft bei den Terranern noch gar nicht. Das ist aber nicht schlimm. Dann schicken wir das Schiff eben zu den Pio hier runter. Da haben wir auch genug Ruf. So, ihr seht, das Schiff hat 74. 74 Grundgeschwindigkeit. Das ist... Ich darf es gar nicht sagen, aber das ist sehr langsam. Wir bekommen das Schiff auch nicht wesentlich schneller, außer durch Tuning.
Aber wir werden jetzt erstmal das Schiff hier auf neuesten Stand bringen. Wir rüsten das jetzt mal hoch. Das Ding bekommt jetzt erstmal ordentlich Schilde drauf. Die Hauptbatterien sind schon vorhanden. Da hätten wir sogar gar keine Lizenz dafür. Bolzen sind drauf. Das Ding ist, die hätten sowieso keine Plasma gehabt. Wir werden aber die Schilde mitnehmen. Hat das Schiff erstmal gar nichts. Da packen wir agonische Geschütze drauf. Guckt euch das an, wie viele Plasma hier drauf gehen. Das ist unglaublich. Hat aber dafür nur ganz wenige M-Geschütze. Und das ist der Nachteil. Es kann sich im Grunde gegen kleine Jäger überhaupt nicht wehren. Das hat den Nachteil, dass das Schiff, wenn es dann mal angegriffen wird, in der Regel nie wieder in den Reisemodus kommen wird. Und das macht das Ganze ein bisschen schlecht. Jetzt gucken wir mal gerade hier in die Pulsenergie rein. Die Rotation ist langsamer als bei den Terranern. Ach Quatsch, bei den Argonen. Wir können jetzt höchstens mal gucken, ob die sich noch in irgendeiner Form unterscheiden zu den argonischen Pulsgeschützen. Nee, eigentlich nicht. Außer, dass die Rotationsgeschwindigkeit schneller ist. Das finde ich persönlich sinnvoller. Da gibt es auch Meinungsverschiedenheiten, aber so sehe ich das jetzt einfach mal. Wir bauen ja auch die guten Schubdüsen ein. Ich sehe gerade, wir haben überhaupt nicht genug Geld dafür dabei, um das hier auszurüsten. Lassen wir die Steuerdüsen erstmal raus. Die können wir auch noch nachkaufen. Hauptsache, die Schilde sind drauf. Das ist meiner Meinung nach eine gute Idee. Teuer, aber gut. Und durch Tuning bekommen wir das Schiff auch eventuell über 100. Wenn wir die epischen Modifikationen durchführen können, bekommen wir das auf ca. 110, 111. Irgendwas in dem Dreh. Das ist dann schon mal ein Anfang, ist zwar immer noch mega langsam, aber besser als mit 74, denn das ist echt langsam. Eignet sich weniger für einen Kampf, ist mehr so ein Zerstörer für Stationen. Da kann das Teil wirklich sich entfalten, ist aber auch gegen den Xenon K richtig stark durch die Plasmageschütze. Sehr empfehlenswertes Schiff, werden wir auch in unserer Hauptflotte definitiv aufnehmen. Und wir fliegen jetzt hier zurück zur B-Mod. Machen wir jetzt... Ach Gott, wer ist denn jetzt hier schon wieder dabei? Die Hokkaido. Gegen einen Königswächter. Ah, die haben wir auch noch. Ich glaube, wir werden das Schiff bald verkaufen. Der Ruf bei den Pio aktuell. Der 18. Ich denke, wir lassen das Schiff noch so lange fliegen, bis wir da auf 20 sind. Dann können wir uns das hier nämlich auch sparen. Er sollte das jetzt hier eigentlich packen. Die Sigaris werden dann normalerweise irgendwann eingreifen, obwohl der schon echt viel Schild verloren hat. Der Pilot ist ja aber drauf. Aber einer mit einem Helm, das geht ja gar nicht. Guter Pilot, aber will ich trotzdem nicht einsetzen. Da kann er noch so 5 Sterne haben, wie er Lust hat. Ich werde den nicht einsetzen auf meinem Primärschiff. Und ja, ich mache eigentlich mit der Crew nur dort Geschiss auf den Schiffen, die ich selber fliege. Sprich auf meinem Hauptträger und auf meinem Hauptzerstörer. Da muss einfach der Kapitän passen und die Besatzung halbwegs. Ansonsten bei allen anderen Zerstörern, da kann dann wegen mir auch mal ein Helm mit dabei sein. Ich meine, den Piloten zu ersetzen ist dann auch kein Problem. Aber jetzt hier die Crew auszusuchen, wie wir es bei der B-Mod gemacht haben, das mache ich wirklich nur für die Schiffe, die ich wirklich selber besuche, wo ich mich dann wirklich drauf aufhalte und dann wirklich auch die NPCs überhaupt sehen kann. So, und jetzt haben wir das hier schon mal so weit hinbekommen. Die sind... ist unterwegs, die wird auch noch eine Weile unterwegs sein.
Das Problem ist, die fliegt jetzt hier natürlich in den Raum der Segaris und ich vermute, die wird Probleme haben, da nochmal rauszukommen, wenn da die Kark das Schiff dann unterbrechen. Ich hoffe, die hier schafft es jetzt hier überhaupt noch. Wäre mal schön, wenn da mal die Segaris helfen würden. Wir fliegen uns selber an. Wäre jetzt echt fatal, wenn jetzt hier das Schiff hops geht. Ist nämlich auch ein teures Schiff gewesen. Und ich möchte es eigentlich auch nicht verkaufen. Fliegen selber hin. Asteroidengürtel. Keiner hilft dem Schiff hier. Auch ein neues Feature in der Beta. Man kann dann auch ab sofort Leute retten, die in Rettungskapseln unterwegs sind. Erreiche System. Gezofone. Das finde ich eine sehr gute Idee, dass die NPCs da jetzt mal ein bisschen stärker involviert werden. Ja, die hält sich wacker hier. Wir werden dir jetzt helfen. Autopilot ausgeschaltet. Gegen die Kark sollten wir eigentlich keine größeren Probleme haben. Erreiche System, die Leere. Wir könnten eigentlich unser Schiff auch mal noch lackieren. Wir müssen hier raus. Gefährlich für unsere Hülle. Hülle beschädigt. Ja, ich weiß. So, mit kaputter Hülle zur Hokkaido. Autopilot eingeschaltet. Ja, die hält sich ja. Autopilot ausgeschaltet. Dann ist das blöde Tor da oben. Fliegen wir noch gerade am Raumdock vorbei und reparieren schnell unsere Hülle. Erreiche System. Antigone Memorial. Mal gerade prüfen, wo das Teil hier ist. Jetzt werden wir anfliegen. Das Leitsystem hier. So, jetzt bleibt hier mal stehen. Das ist hier gar nichts mehr. Ich muss aber sagen, KI fliegt echt gut hier mittlerweile als Pilot auf dem Schiff. Also wir sind ja mit dem Piloten noch nirgendwo angedutzt oder ähnliches. Kommt der echt super hin. Also das soll ja wirklich in der 7er noch besser werden mit der KI. Aber da habe ich echt schlechtere Erfahrungen gemacht. So, wir werden jetzt einmal schnell reparieren. Angedockt. So, einmal reparieren. Brauchen wir noch irgendwas? Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Ja, ansonsten passt das. Und dann können wir auch schon direkt weiter. Wir peilen direkt hier die Hokkaido an. Der ja keiner helfen will. Dann versuchen wir unser Glück, wir speichern aber trotzdem vorher. Kann ich nur empfehlen, aus so einer kleinen Aktion wird ruckzuck mal ein Game Over und das könnte bedeuten, dass wir hier nochmal laden müssten und je nachdem, wo wir als letztes gespeichert haben,
Hokkaido, Mineralien. Ja, unbefriedigend. Schwarmwächter. Dann probieren wir mal unser Glück gegen die Tagschiffe. Das Gute, die sind alle auf die Hokkaido fixiert. Also die werden uns wahrscheinlich auch gar nicht angreifen. Oder doch? Jetzt ist jemand gekommen. Katana. Da ist eine Katana, die kommt ja früh an. Dann steuern wir jetzt mal die Sachen sollten wir vielleicht mitnehmen. Das sind zwar nur die einfachen Modifikationen, aber trotzdem. Wir werden so viele Modifikationen ja auch gar nicht durchführen können, einfach auf Basis des Mangels. Leider kann man ja keine Expedition mehr durchführen. Da konnte man diese ganzen Sachen ganz gut bekommen. Ich hoffe, dass es da nochmal eine Möglichkeit geben wird, besser an diese Teile zu kommen. Aber Container. Sammeln wir auch das hier noch ein. Haben wir? Na. Container. Ja, komm, wenn wir schon dabei sind. Können wir auch alles mitnehmen. Container. Wir peilen unsere Behemoth an. Versuche ich mich hier echt einen ab. Ja, mit dem Pio-Plot, da können wir uns auch noch ein ganz besonderes Feature freischalten. Das ist in der Tat für uns momentan leider noch gar nicht relevant. Deswegen ist es auch noch gar nicht in Betracht gezogen. Unabhängig davon, dass es mega teuer sein wird, müssen wir da auch erstmal einen Raumdock bauen können. Können wir noch nicht. Deswegen macht auch das Terraner-Feature noch keinen Sinn. Erreiche System, die Leere. Ja, super. Jetzt habe ich hier den Spüle kaputt. Gut, wir werden gleich nochmal reparieren. Dann sind wir auf der Behemoth und die steuern wir dann Richtung Xenon-Sektor und dann versuchen wir unser Glück.
in der zweiten Runde. Autopie erreiche System. Weiter Kontakt. Oder ich werde erst ein Video machen, wo wir alle vier Waffen testen. Brauchen wir uns nicht den ganze Mühe hier zu geben. Erreiche System. Argon Prime. Könnte ich nämlich eigentlich einfach vier B-Mods einfach entsprechend ausgerüstet dort reinstellen. Autopilot ausgeschaltet. So, wir wollten erst reparieren. Okay, das lassen wir dann unseren Piloten übernehmen. Der soll jetzt erstmal hier reparieren. Und im Anschluss, ich bin so froh, dass diese Befehle so funktionieren. Dass man hier einfach solche Befehlsketten reinpacken kann. Das macht wirklich extrem viel aus von der Steuerung her. Ist er schon wieder am Flüchten hier, oder was? Unsere Kestrel mit den großen Satelliten. Ja, die Qualle haben momentan nichts zu tun. Der Sander ist fertig. Den habe ich ganz vergessen. Wie sieht es denn hier aus auf der Station? Naja, ist noch alles da. Das passt. Unsere Söhne. Ja, die ist... Ja. Die wird ankommen, sagen wir mal so. Hallo, Partner. Oh, nee. Wie geht's? Schlecht. Ich habe mir die Informationen zu den soziopolitischen Gefügen in den Split-Gebieten näher angeschaut und analysiert. Ja, jetzt nicht. Machen wir später. Das ist zu schade. Wenn Sie es sich anders überlegen, kommen Sie einfach zu mir. Das ist im Grunde der Plotstart für den Split-Bereich. Das Schiff wird bald ab. Möchte ich aber jetzt leider noch nicht machen. Kann ich helfen? Der Split-Plot ist nämlich... Sagen wir mal so, er ist da. Ich glaube, der Split-Plot ist einer der Plots, die keinen Einfluss haben auf unser Universum. Da geht es im Grunde später nur noch darum, ob die sich gegenseitig bekämpfen oder eine Zusammenkunft finden, glaube ich. Das könnte die aber gegen die Xenon eventuell schlagen. Also wäre es dann vielleicht doch gut, den Plot zuerst zu machen. Wir werden sehen. Ich bin da noch unentschlossen bisher. Da hinten steht unsere B-Mod. Ich kann sie gar nicht sehen. Dann ist das da unten, das Schiff hier, das hier? Nee. Keine Ahnung, ich sehe die nicht. Ach, die steht direkt vor unserer Nase. Okay, gut. Bestückt mit Flak testen wir die jetzt ein weiteres Mal im Xenon-Sektor. Ne, wir werden das auch hier schön testen, hier in dem Spielstand. Wenn wir nicht gerade sterben mit dem Schiff, dann können wir auch die ganzen Waren einsammeln. Okay, wir sind gelandet. Dann werden wir erstmal gucken, dass hier kein
viel in der Yasur drin ist. Wir gehen auf die Brücke. Hallo. Hallo. Übernehmen unser Schiff. Und dann fliegen wir Richtung Xenon. Wenn wir gut sind, sind wir auch relativ schnell da. Wir müssen, glaube ich, da nur einmal jetzt driften und dann sind wir auch ruckzuck in dem Grenzgebiet. Probieren es mal. Wenn wir die später getunt hätten, also episch getunt, ist die sehr, sehr wendig. Das ist, macht sehr viel aus. Ungetunt ist die echt ein bisschen zäh. Ich glaube, da ist die Odysseus sogar schneller. Aber die haben wir jetzt im vorherigen Let's Play ewig lange gespielt. Jetzt spielen wir mal wieder hier in der Behemot, beziehungsweise neue Behemot, wenn sie denn da ist. Erreiche System. Adäquats Entscheidung. So, wir ziehen jetzt schon mal rüber. Ich glaube, wir müssen noch nicht mal driften. Wir peilen mal das Tor an. Romtor, stiller Zeuge. Ah, jetzt sehen wir es auch. Das bekommt die KI leider nicht hin. Einmal fließend durch die Sektoren zu fliegen. Wir hätten aber prinzipiell da auch einen Xenon-Sektor, ne? Wäre gar nicht mal weit. Sind aber kaum kleine Schiffe, da kommt dann direkt Zerstörer angeflogen. Dann fliegen wir doch besser zu den Teladi. Jetzt noch ein kleines Stück fliegen. Ziehen wir hier mal nochmal das Geld ab. Die Version 4, da lassen wir noch ein bisschen drauf. Baubudget 2 Millionen. Da sind wir wieder arm. Weiter geht's. Erreiche System, stiller Zeuge. Wenn die getunt ist, funktioniert das hier natürlich nicht mehr. Dann müssen wir wirklich aus dem Reisemodus raus, schnell anvisieren und nochmal in den Reisemodus rein. Dann lädt der auch nicht auf, sondern fliegt direkt im Reisemodus weiter. Dann verlieren wir kaum Geschwindigkeit. Aber ab einer gewissen Geschwindigkeit kann man das Schiff hier so nicht mehr drehen im Flug. Das ist leider ja einfach dann zu schnell. Fliegen wir trotzdem mal hier weiter. Sind wir denn überhaupt? Wir fliegen jetzt hier noch. Sektoren weiter, dann sind wir schon an dem Punkt. Versuch's gleich mal zu zeigen. Ich befürchte nur, wir werden das mit dem Driften in dem Sektor nicht hinbekommen, weil wir zu weit driften müssen und wenn die Geschwindigkeit zu weit runterfällt, klappt das leider nicht. Erreiche System. Profit Center Alpha. Kannst ja mal so zeigen, wenn wir den rausnehmen, noch mal reinmachen, dann springt er auch direkt wieder rein und beschleunigt. Das ist halt genial. Es geht aber nur, wenn man eine gewisse Geschwindigkeit noch hält. Und eben nicht, wenn man zu weit abfällt, so wie wir es vorhin hatten. So, wir gucken mal, dass wir das Tor hier auch treffen. Leuchtendes Versprechen. Da stehen einige
Schiffe davor. Ja, da kommen wir aber vorbei. Fallen den oberen Bereich an, dann passiert ja auch nichts. Die Schütze müssen wir noch umquellen. Durch den Umbau haben die sich verstellt. Die Plasma auf Jäger einzustellen macht keinen Sinn, die treffen das sowieso nicht. Die lasse ich immer auf Großschiffe. Das heißt, die greifen auch Stationen an. So, und jetzt probieren wir unser Driftmanöver. Ich bin gespannt. So, wenn wir jetzt hier das Tor direkt einmal anpeilen, den Reisemodus rausnehmen. Ne, leider doch. Ja, doch. Aber es fällt halt schon unheimlich viel ab. Okay, da geht nichts mehr. Na ja, doch. Ja, zumindest besser so, als von Null hochzuziehen. Wir machen es dann hier auch einfach. Wir, na gut, das fliegen wir relativ direkt an. Wir setzen da ein Leitsystem drauf. Wenn wir Glück haben und viele Xenon-Schiffe zerstören, bekommen wir auch entsprechend Ausrüstung. Und die können wir echt gut gebrauchen. Umso mehr, umso besser, umso mehr Schiffe können wir ausstatten. Und gerade für den Schild und für die Geschwindigkeit ist es da wirklich empfehlenswert. Und auch die Primärwaffen oder die Plasmageschütze kann man da auch ziemlich gut verstärken. Deswegen lohnt sich die Modifikation zumindest mal auf den spielereigenen Schiffen. Ich würde es bei NPC-Schiffen gar nicht erst machen, aber bei Spielerschiffen ist das eine gute Sache. Und vielleicht können wir hier auch einfach so drehen. Sprungtor, Matrix, Nummer 4, 5, 1. Das steht sowieso ein bisschen dämlich im Raum. Wir werden aber auch hier vorher einmal speichern. Gehe ich jetzt echt kein Risiko ein. Dafür war der Flug zu lange. So, das sollte reichen. Hier speichern einmal ab. Falls das schief geht, auch nicht schlimm. Bin ja froh, dass es kein Modus gibt nach dem Motto Dead is Dead. Denn dann wäre das Spiel immer relativ schnell vorbei. Das könnte man, glaube ich, gar nicht überleben. Allein die KI tötet ja einen schon regelmäßig. Und wir sind im Sektor. System. Matrix. Nummer 4, 5, 1. So, die ganzen Xenon-Jäger werden jetzt wieder vorbeikommen. Lassen das wieder den Piloten hier machen. Das Dumme ist nur, er steuert halt Antrieb immer in die Richtung rein. Ich denke, wir warten erstmal. Erstmal, dass der hier nicht noch irgendwo anders hinfliegen will.
muss sagen, die Flak treffen echt gut. Einzige, was mich an den Flak stört, sind echt die Geräusche. Zumindest hört man es im Schiff nicht mehr. Das ist neu, das wusste ich gar nicht. Ja, dann lassen wir die drauf. Sind die ja echt cool. Dann kann ich damit leben. Und ja, hören wir das hier auch nicht? Naja, wäre cool, wenn es einfach auf dem Pilotensitz genauso wäre. Kommen aber noch mehr. Wir werden jetzt Folgendes machen, wir machen den Kurzgang rein. Sammeln schon mal die Waren, die wir hier sammeln können. Reparaturdrohnen sind schon draußen. Denn hinter dem Tor werden sie normalerweise nicht ankommen. Und wenn wir jetzt knapp hinter dem Tor hier bleiben, dann haben wir eine relativ gute Fluchtmöglichkeit. Ja, ein Plasma ist zerstört. Aber mit dem Geräusch, das ist... Schade, dass ich das schon lange nicht mehr probiert hatte. Weil die waren zur Version 5, hat man die Flak so gehört und das im Schiff. Das ging gar nicht. Wo kann man echt gut damit leben? Machen ja dann auch mehr Spaß wie die Puls-Dinger da. Ich werde wohl auf Flak wieder umsteigen müssen. So, wie geht's uns denn dem Schiff hier? Noch kommen wir gut damit klar. Noch. Kommt aber noch mehr. Es levelt aber unsere Servicemannschaft, diese Kämpfe hier. Geh mal in den Außenbereich uns das anschauen. Sehen wir aber leider nicht so viel. Oh, da ist noch was explodiert. Was sagen die Schilder? 98%. Okay. Wir sammeln mal die Waren ein. Solange die Triebwerke intakt bleiben, ist alles gut. Ihr seht, hier kommt einiges an Waren hier rundum angeflogen durch die zerstörten Xenon. Ich nehme alles zurück.
Ja, jetzt gehen hier langsam alle zu hops. Was hatten die eigentlich für Waren dabei? Medikamente? So, einziges Problem ist hier der Xenon K. Gegen den will ich jetzt nicht kämpfen. Das soll eigentlich wirklich hier eine Testlauf sein gegen die... Oh, oh, oh. Jetzt greifen sie aber hier. Wir werden jetzt Rückzug fahren. Sammeln hier noch einmal alle Waren ein. Wenn hier noch was ist. Lassen die Antriebe noch ganz, bis wir hier durch sind. Machen das anders. Den. Oh je. Die zerstören explizit unsere Antriebe. Es ist unglaublich. Ja, das war's dann wieder. Es ist so fies hier mit den Antrieben. Nichts machen. Wir können nur beten, dass ein Antrieb wieder funktioniert und wir vielleicht in das Tor reinkommen. Vielleicht rutschen wir ja noch irgendwie durch. Viel fehlt ja nicht mehr. Wollt ihr auch eigentlich nur die Geschütze testen hier? Ihr könnt mich ja ruhig mal fliegen lassen da. Zum Thema, die greifen von hinten hier nicht an. So, da oben ist der K. Der feuert jetzt auch. Das geht massiv auf unsere Schilde. Ich befürchte, die Antriebe, die werden sich nicht mehr fangen. Wir machen das jetzt hier bis zum Ende. Manchmal gibt es ja noch so einen Moment der Hoffnung. Da könnte ein Antrieb gleich nochmal funktionieren. Aber der K, der bleibt eiskalt hier über uns stehen. Ja. Das war's dann wieder. Schade. Gut, aber da werden wir auf jeden Fall nochmal anknüpfen. Wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Wir werden das mal noch mit den Sportgeschützen testen. Interessiert mich jetzt. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.